Du hast vor kurzem noch im Ring gestanden, beim Promi-Boxen. Hast du gewonnen? Ja, relativ spektakulär, 57 Sekunden durch K.O. Hast du ihm schön eingegeben, brauchst du nicht so lange durch den Ring touren, ne? Naja gut, ich habe einen guten Trainer gehabt, die Dirk Schwarz, Kampfsportschule Schwarz, und der hat mir gesagt, was ich tun soll, und ich habe genau das getan und er ist gefallen. 57 Sekunden, das ist eigentlich ein gutes Stichwort für den Treppenlauf 2013, ne? Der schnellste, 15 Etagen, kannst du ja mal hochgucken, nimmt kein Ende. Der schnellste war letztes Jahr, glaube ich, 47 Sekunden schnell. Wie sieht es bei dir aus? Naja gut, ich moderiere mit dir zum Glück zusammen, aber vielleicht probieren wir es einfach mal hochzulaufen. Ja, ich kann dir sagen, ich bin schon mal hochgelaufen, ne? Also das hat es wirklich in sich, ne? 15 Etagen, ab der 13. hast du das Gefühl, du hast keine Beine mehr, dann fliegen dir echt, explodieren dir die Muskeln, das ist unfassbar. Aber wie ist es sonst mit dem Treppenlaufen bei dir? Das kriegst du schon hin, oder? Ich komme Treppen hoch, ich bin auch jetzt vor ein paar Wochen noch in Paris gewesen im Dezember und bin dort den Eiffelturm rauf und runter gelaufen, das geht also. Ach, Trainingslager Paris, eben beim Eiffelturm rauf und runter, wie viele Treppen? Das weiß gar nicht, wie viele Treppen das sind. Ich bin auch nur raufgegangen und runter, das war schon anstrengend. Ja, raufgegangen, aber Eiffelturm rauf und runter, da finde ich, das hat schon was. Das kommt ungefähr mit dem hier gleich. Was denkst du denn, was wird da auf dich zukommen, wenn du läufst? Machst du schon mal Ausdauertraining, also so ein bisschen Joggen oder so? Joggen gar nicht, aber klar, so das normale Boxtraining mache ich. Also ich habe also eine relativ gute Kondition, aber eine schlechte Ausdauer. Ja, aber Ausdauer ist hier wichtig. Ich habe mir von, wir haben eben gesprochen, habe ich sagen lassen von Experten, dass man so ein Tempo haben muss. Man darf nicht anfangen, schneller zu werden unterwegs, sonst verreckt man auf halber Strecke. Das wird mir passieren, ich will garantiert auf halbe Strecke verrecken, wenn ich überhaupt die halbe Strecke schaffe. Hast du denn vor, noch ein bisschen zu trainieren vorher? Da ich ja heute erst erfahren habe, dass ich laufen soll. Wir haben ja noch gut 6 Wochen. Ja klar, werde ich ein bisschen trainieren, ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Joggen gehen und so Temposteigerungsläufe machen, um dann hier nicht ganz abzuschmieren. Aber wie du eben schon gesagt hast, deine Sache ist eher das gesprochene Wort, die Moderation. Da wirst du dann auch mit ein paar Fachbegriffen in Sachen Treppenhauslauf kommen, oder nicht? Aber wenn es Fachbegriffe gibt, werde ich auswendig lernen. Ansonsten setze ich auf deine Kompetenz, weil du hast Lokalkolorit, du bist der Mann, der schon mal gemacht hat. Von daher brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Also wir beide kriegen das hin, moderativ und auch sportlich, da bin ich ganz sicher.